Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir lernen nun die vier Grundrechenarten. Die vier Grundrechenarten sind addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Addieren, Beispiel 1 plus 1 ist 2 oder 1 und 1 ist 2. 1 plus 1 ist 2. Subtrahieren. 4 minus oder weniger 2 ist 2. Also 4 minus oder weniger 2 ist 2. Multiplizieren. 4 mal 4 ist 16. Oder 4 multipliziert mit 4 ist 16. Und dann das Dividieren. 50 geteilt oder dividiert durch 5 ist 10. Also 50 geteilt oder dividiert durch 5 ist 10. Ich übe jetzt kurz mit Olga. Hallo. So, Olga, wir machen ein bisschen Kopfrechnen, ja, ohne Taschenrechner. Rechnen Sie jetzt. Wie viel ist 9 mal 9, Olga? 9 mal 9 ist 81. 9 mal 9 ist 81. Wie viel ist 99 minus 49? 99 minus 49 ist 50. 99 minus 49 ist 50. Gut. Wie viel ist 7 mal 7? 7 mal 7 ist 49. 7 mal 7 ist 49. Wie viel ist 64 geteilt durch 8? 64 geteilt durch 8 ist 8. 64 geteilt durch 8 ist 8. Wie viel ist 5 mal 5? 5 mal 5 ist 25. 5 mal 5 ist 25. Wie viel ist 47 plus 12? 47 plus 12 ist 59. 47 plus 12 ist 59. Danke, Olga. Und ihr, liebe Studentinnen und Studenten, nehmt keinen Taschenrechner, sondern übt im Kopf die Grundrechenarten. Danke, Olga. Bitte.